Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es einen Drogerie-Haul für euch geben und zwar hat sich einiges angesammelt. Ich war mehrere Male beim DM, die Sachen wollte ich euch heute zeigen. Und zwar habe ich Dinge aus dem Bereich Beauty, Make-up, Pflege und Produkte für den Haushalt. Ich habe die Sachen jetzt schon nachgekauft bzw. habe sie schon eine Weile da und konnte sie lang genug testen. Somit würde ich euch meine Meinung dazu sagen, also eine kleine Review machen. Ich habe auch drei Produkte für euch, also ein Produkt in dreifacher Ausführung, ein richtig cooles Produkt. Ich liebe es so, so sehr. Ich hoffe, ihr freut euch und ich werde es wie immer nicht oben in die Überschrift schreiben, denn ihr wisst, was ich davon halte. Dieses Video wird sehr lange, das weiß ich, weil ich es schon mal abgedreht habe, ich aber mit der Qualität leider überhaupt nicht zufrieden war. Deshalb mache ich es jetzt nochmal. Es ist aber hier auch einiges, deshalb nehmt euch Zeit. Ich hoffe, ihr freut euch, holt euch irgendwie einen Kaffee, einen Tee oder ein Glas Wasser. Und dann würde ich sagen, falls es euch interessiert, was es so geworden ist, dann bleibt einfach mit dabei. Bis gleich. Also ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Zahnpflege, Mundhygiene. Wird ja bei uns hier im Haus ganz, ganz groß geschrieben. Ihr wisst es ganz genau. Ich bin da ein kleiner Monk. Ich habe nicht perfekt gerade Zähne. Leider, obwohl ich eine Zahnspange getragen habe, ist das Ergebnis nicht so geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber gut, so ist es nun mal. Ich gehe regelmäßig zur professionellen Zahnreinigung bzw. gehe mit meinen Kindern auch immer zum Zahnarzt. Das ist halt super wichtig. Ich weiß, es ist nicht angenehm, aber es muss halt sein und da teste ich mich auch immer ein bisschen durch, was Produkte betrifft für die Zähne. Und ja, da habe ich jetzt was ganz Neues und zwar von Sensodyne. Diese drei Produkte hier, und zwar zum einen habe ich hier dieses sanfte Zahnweiß, dann habe ich Extra Fresh und Whitening. Dieses hier habe ich jetzt schon dreimal ausprobiert, aber ich denke, da werde ich euch im Laufe der Zeit was dazu sagen können, weil am Anfang kann man da jetzt noch keine Ergebnisse sehen. Dann habe ich eine neue Zahnbürste. Unglaublich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und zwar ja von Dr. Best, so elektrische. Also man drückt da drauf und dann hat man eine elektrische Zahnbürste. Finde ich ideal für unterwegs. Jetzt Ende des Monats bin ich nämlich wieder zu einem Event eingeladen und da möchte ich natürlich nicht meine elektrische mitschleppen. Da finde ich sowas richtig cool. Ich wusste das nicht, vielleicht ist es auch für euch neu. Also ich finde es ideal, die ist jetzt ganz neu, ne? Also ich habe sie erst ausgepackt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich halte hier gebrauchte Zahnbürsten in die Kamera. Wollte es euch zeigen, hier hinten habt ihr auch noch was für die Zunge und ich finde die echt richtig cool. Also guter Einfall. Dann habe ich von Sensodyne dieses hier, und zwar diese Mundspülung, die habe ich jetzt dreimal verwendet und muss euch sagen, dass die wirklich richtig, richtig gut ist. Auch ideal jetzt für meine Kinder. Ich habe jetzt erstmal einen Test durchgeführt, denn normalerweise sind ja Mundspülungen super scharf und man hat irgendwie das Gefühl, es brennt, man will sofort ausspucken, man möchte nachspülen, was man ja eigentlich nicht machen soll. Und das müsst ihr jetzt hier bei der hier überhaupt nicht tun. Die ist richtig schön mild, aber ihr habt einen schönen frischen Geschmack im Mund. Also ich finde die richtig gut, wollte ich euch heute auch mal zeigen. Dann habe ich dieses hier wieder nachgekauft, mein frische Deo von Sebamed. Es riecht total gut, es macht, was es soll und eigentlich gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Dann habe ich mir nachgekauft diese Augengel-Pads. Die finde ich richtig gut von Balea. Und zwar sind die für unters Auge natürlich. Die sollen Schwellungen wieder wegmachen und sollen kühlend und erfrischend wirken mit Hyaluron. Und ich finde die richtig gut. Die hatte der Elvis dabei auf der Glow. Der war zusammen mit uns auf einem Zimmer und hat mir die dann gegeben. Und ich fand die so, so toll. Deshalb musste ich sie mir nachkaufen. Der Elvis hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Falls ihr Augengel-Pads kennt und mir die empfehlen könnt und sagt, hey Heidi, die musst du unbedingt testen, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Sowas teste ich immer super gerne. Ich hatte die auch mal von einer Marke, die super teuer war. Mir fällt es jetzt gerade gar nicht ein, wie die hieß. Jedenfalls sind die genauso gut. Also ich mag die sehr gerne und werde sie mir definitiv nachkaufen. Dann habe ich mir Masken gekauft. Ich bin ein kleines Maskenopfer und ich habe damit auch kein Problem, wenn der Postbote klingelt und ich eine Maske drauf habe. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß das auch. Und ich teste mich immer gerne durch und kaufe auch mal neue, so wie diese hier von Schabens oder Schabens, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wahrscheinlich spreche ich es auch falsch aus. Und zwar nennt sie sich Totes Meer Maske, reinigt intensiv
und ich bin schon super gespannt. Dann habe ich mir noch das Peeling dazu gekauft, eben auch von Schabens. Und zwar, ja, finde ich, totes Meer, das hört sich für mich so irgendwie reinigend an. Ich kann es euch nicht sagen, warum, aber irgendwie ja, hat es mich halt angezogen und ich werde euch darüber berichten. Diese hier, die habe ich mir jetzt schon mehrfach nachgekauft von Balea, diese Maske, totes Meer Maske, die beugt Unreinheiten vor und ist klärend. Also die habe ich mir damals nachgekauft, weil sie die Girls Day empfohlen hat. Ihren Kanal kennt ihr bestimmt und falls nicht, schaut unten mal in die Infobox rein. Sie hat uns die empfohlen und seitdem kaufe ich mir die immer wieder nach. Dann habe ich mir gekauft diese Reinigungstücher hier von Neutrogena. Hydro Boost Aqua Reinigungstücher. Nein, das ist keine bezahlte Kooperation und nein, ich habe das Produkt nicht zugeschickt bekommen, wie viele andere Blogger auch, was ja auch richtig so ist. Das ist total in Ordnung. Ich hätte mich auch am besten mal auf diese Kampagne beworben, denn ich habe euch ja schon ganz, ganz oft Neutrogena-Produkte in die Kamera gehalten, denn ich liebe ja diese weißen Reinigungstücher, die habe ich euch schon ultra oft gezeigt. Leider ist es nur bei uns so, dass es die nur bei Müller zu kaufen gibt und ich habe keinen Müller in der Nähe. Immer wenn ich dann bei Müller bin, kaufe ich mir die in 10-facher Ausführung. Und diese hier, die gibt es eben beim DM, deshalb wollte ich sie testen. Ich finde die genauso gut, die riechen sogar einen Ticken besser. Die sind mit der richtigen Menge an Flüssigkeit getränkt, sodass man alles schön reinigen kann. Sie riechen sogar einen Ticken besser, eben wie gesagt. Das Einzige, was ich ein bisschen doof finde, ist der Preis. Also 2,45 Euro ist schon echt viel Geld, aber ich wollte ja mal testen. Dann machen wir weiter mit zwei Produkten von Maybelline. Und zwar habe ich diese Cushion Foundation hier getestet für euch. Da wolltet ihr auch wissen, wie ich sie finde. Ich hatte sie jetzt in der Farbe 30 Sand Sable. Die war mir ein Ticken zu hell. Ich habe das Ganze dann wieder gut gemacht mit Puder und Bronzer. Und ich hatte ja von L'Oreal diese Cushion Foundation, bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Hatte ich euch auch erzählt. Ihr wisst, ich bin immer ehrlich mit euch, auch mit Produkten, die ich zugeschickt bekomme. Und bei der hier war es dann so ein bisschen anders. Entweder hatte ich schon so die Übung, ne? Aber ich bin echt gut damit zurechtgekommen. Und zwar sieht es ja so aus, eben wie ein Kissen. Dann habt ihr hier dieses Pad, ne? Und dann geht ihr rein, dann könnt ihr euch das richtig schön auftragen. Ja gut, also damit bin ich sehr gut zurechtgekommen. Das Problem war, dass ich sehr, sehr schnell mit dieser Foundation nachfette. Also ich glänze wie eine Disco-Kugel. Ich habe das zwar dann probiert, dass ich nachgepudert habe und so weiter, aber irgendwie ständig mich nachzupudern, hatte ich jetzt auch irgendwie keine Lust. Deshalb ist sie jetzt für meine Haut leider nicht geeignet. Die geht jetzt an meine Schwester weiter, aber ja, ich habe sie für euch getestet und das war meine Meinung dazu. Was ich aber richtig, richtig gut finde von Maybelline, ein neues Produkt und zwar eine Mascara. Ich dachte erst, dass es zwei Phasen sind wie bei L'Oreal, aber das ist nicht so, das ist nur die Verpackung. Aber diese Mascara ist so genial wegen dem Bürstchen und zwar könnt ihr schon sehen, der Steg vorne, der ist etwas gebogen und die Bürstchen, die sind ganz, ganz klein und fein. So könnt ihr jede einzelne Wimper greifen und die richtig schön tuschen, also in die Längen und schön trennen. Also ich finde die so genial. Ich musste allerdings erst üben, also bitte passt auf. Ich habe mir nämlich ein halbes Auge damit erstmal ausgestochen. Ja, das hat so weh getan, echt. Ich bin so ein Opfer. Jedenfalls liebe ich sie jetzt auch für den unteren Wimpernkranz. Ideal geeignet, weil eben das Bürstchen so dünn ist und da kommt ihr super gut hin. Ihr habt jetzt vorne kein breites Bürstchen, sodass ihr irgendwie alles verschmiert, sondern richtig gut damit hinkommt. Dann machen wir weiter mit, ja, machen wir einfach mal ganz kurz hier weiter. Und zwar hatte ich mir für Silvester von Profissimo diese Trinkhalme hier gekauft. Ich bin so doof, ne? Mein Tisch hatte ich ja gold und schwarz gedeckt und dekoriert. Ich habe eine schwarze Tischdecke, was sehr ungewöhnlich ist, aber ich fand es so, so schön und so edel. Dann hatte ich diese Kleeblätter, diese Streuartikel noch hingemacht und so einen goldfarbenen Tischläufer, eben auch von DM. Und wer hat vergessen, die Strohhalme auf den Tisch zu drapieren? Ich. Total doof. Aber die sind so edel, die kann man jetzt im Nachhinein natürlich auch verwenden, wenn man Gäste hat oder so. Die waren jetzt im Nachhinein reduziert, was mich total geärgert hat. Aber so ist es halt. Ich bin ja selbst dran schuld.
Also gut, machen wir weiter mit einem Produkt von L'Oréal und zwar für meine Haare. Das habe ich euch auch schon des Öfteren gezeigt. Und zwar ist es ein Hitzeschutzspray in glatter Version. Das haben sie auch für lockiges, welliges Haar. Ich kaufe mir immer wieder dieses hier. Es riecht total gut und es macht, was es soll. Es kostet 4,95 Euro und bei dem ist es so, dass mir eine ganz liebe Abonnentin geschrieben hat, hey Heidi, ist es bei dir auch so, dass deine Fliesen dann so glatt sind? Ja, sie sind danach sehr glatt, da müsst ihr wirklich aufpassen. Ich habe mittlerweile einen Trick und zwar mache ich so, dass ich meine Haare so über die Badewanne halte und das dann so aufsprühe und dann habe ich es erstmal im Haar. Meine Badewanne mache ich dann einfach mit Wasser wieder sauber. Ja, so mache ich es, damit das Ganze nicht auf den Fliesen landet. Dann können wir direkt weitermachen mit Haaren, ja, mit einem Produkt von L'Oréal und zwar dieses hier, meine Grauhaarabdeckung. Das ist so lustig, das ist so lustig. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, wieder dieses hier zu kaufen, weil mein letztes, das war ja ein Big Fail, das habe ich ja nach der Verpackung gekauft, weil die so schön war. Und dann hatte ich hier im Ansatz rote Haare. Und das sah so scheiße aus, das sah so richtig übel aus. Ich habe dazu gegriffen, weil ich keinen Termin beim Friseur so kurzfristig bekommen habe, eben weil es zur Glow ging und das alles gar nicht so geplant war. Naja, jedenfalls musste ich irgendwie meine grauen Haare abdecken, habe das dann mit der gemacht und das sah so schlimm aus. Auch der Glow, ungelogen, ich bin die ganze Zeit so rumgelaufen. Die ganze Zeit so. Ich habe die ganze Zeit meine Haare hin und her bewegt, damit man hier den Ansatz nicht sieht. Total bescheuert, echt. Und deshalb, ja, es war ein Test wert. Jedenfalls werde ich immer und immer wieder diese hier nachkaufen, eben wenn ich es mal nicht zum Friseur schaffe. Es ist zwar super schwierig für mich, ne, mit den langen Haaren. Ich kann das echt nicht gut. Ich sehe danach aus, hier habe ich überall die Farbe und so wie ein Monk. Ja, da darf echt keiner von euch gucken, aber so ist es halt. Und ich, Übung macht den Meister. Vielleicht kann ich es irgendwann. Ich glaube eher nicht, aber ich probiere es einfach weiter. Was zeige ich euch als nächstes? Als nächstes zeige ich euch drei richtig coole Produkte von L'Oréal. Oh mein Gott, und zwar habe ich euch die auch schon in meinem Blog gezeigt. Die sind so, so mega. Und zwar sind es Lippenprodukte. Diese Lip Paint Lekva. Und zwar habe ich drei verschiedene Farben. Einmal habe ich hier so ein Lila, dann habe ich ein helleres Rot und ein Dunkelrot. Die sind so genial. Ich zeige euch die mal. Und zwar ist vorne erstens mal das Bürstchen richtig cool, weil ihr damit so richtig schön den Lippenstift eben auf eure Lippen auftragen könnt. Und schaut euch bitte schön mal diese Farbabgabe an. Oh mein Gott, ist das nicht geil? Also das ist echt eine Farbe, das macht so BÄM in your face. Also wer eher auf schlichtere Farben steht, das ist dann nichts für euch, muss ich wirklich dazu sagen. Aber das ist schon echt ein Hingucker, ne? Wenn man dezentes Augen-Make-up hat und dann so einen genialen Lippenstift. Vielleicht auch für einen coolen Termin oder so einfach auch, ne? Wenn man was Besonderes vorhat, ist doch so ein Lippenstift richtig genial. Also ich mag die sehr gerne. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich die habe. Und dieser Geruch ist unglaublich. Also es macht sehr viel Spaß, diese Lippenprodukte zu tragen. Jetzt habe ich hier voll die Sauerei, ne? Naja, egal. Dann zeige ich euch jetzt mal Produkte von Astor. Und zwar darf ich die testen. Es sind zum einen diese Lippenstifte hier, wunderschön, aus der Soft Sensation Lipstick-Reihe. Und zwar sind die eher sheer, also eben für Frauen, die es vielleicht ein bisschen dezenter mögen als jetzt sowas hier. Ideal geeignet, die pflegen schön die Lippen und die kleben nicht. Falls ihr dazu eine kleine Swatch-Party sehen wollt, lasst mich das gerne wissen, dann drehe ich euch das ab. Dann könnt ihr das mal sehen, wie die so sind auf meinen Lippen. Lasst mich das gerne wissen. Ich finde zum Beispiel auch das Packaging wunderschön. Also wirklich, wenn ihr das so auf dem Schminktisch stehen habt, wirklich ganz, ganz bezaubernd. Und ich meine, da kostet einer um die 7,45 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Also die könnt ihr euch auch mal anschauen. Und dann darf ich noch diese Produkte hier testen von Astor. Und zwar haben wir hier zum einen diese zwei Produkte hier. Das sind so ein Trio, also drei Produkte in einem. Einmal ein Highlighter, ein Bronzer und ein Blush. Den hier, den finde ich besonders schön, weil der so pink ist. Und bei dem hier ist es eher so ein, ja, so ein Altrosa-Ton, gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Und bei der Skin Match Protect
Foundation ist es so, dass sie eher so einen No-Make-up-Look zaubern soll. Ich habe die jetzt auch schon dreimal verwendet. Und zwar habe ich die Farbe 002 Medium Dark genommen. Ich habe auch noch 001 Light Medium. Die wandert wieder in meine Verlosungskiste. Ihr wisst, wenn ich solche Produkte zugeschickt bekomme, die nicht meinem Hautton, Farbton oder Geschmack, wenn die dem nicht entsprechen, dann wandern die in diese Kiste und die gehen dann an euch. Jedenfalls habe ich die 002 getestet, weil das eben ideal für meinen Hautton ist. Und bei der hier war es so, dass sie, dass ich auch wieder bei der sehr nachgeglänzt habe, also nachgefettet, ne? Also das war irgendwie nicht so schön. Es ist auch so, dass sie den Hautton annehmen. Ich habe immer gedacht, mein Gott, was erzählen die für einen Quatsch, ne? Ist bei der hier genauso. Aber es ist tatsächlich so. Also nach einer Weile nehmen die echt den Hautton an. Unglaublich, keine Ahnung, wie die das machen. Sehr genial. Jedenfalls muss ich mich da noch so ein bisschen weiter durchtesten. Also mal schauen, wann ich sie auftrage, mit welchem Primer und so weiter. Damit ich eben nicht so nachglänze, weil das möchte ja keiner. Dann, ja, was ist jetzt eigentlich erstmal hier so weit, wie ich das jetzt hier beurteilen kann? Ein Chaos vor mir. Jetzt zeige ich euch noch ganz geschwind die drei Produkte für meinen Haushalt und dann kommen wir zur Verlosung. Also, ich habe zum einen mitgenommen von Denk mit meinen Hygienespüler für die Waschküche. Hatte ich euch auch in meiner Putzroutine, glaube ich, gezeigt oder in meinem Putz-irgendwas-Video. Dass ich das immer in der Waschküche habe. Dann mein liebstes Produkt von Sakrotan, dieses hier. Und zwar putze ich ja damit meine Böden. Ein Allzweckreiniger, könnt ihr auch in die Toilette schütten oder die Waschbecken machen. Alles Mögliche könnt ihr damit putzen. Ja, müsst ihr nur halt ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass es euch zu aggressiv wird. Ja, müsst ihr mal schauen. Dann habe ich ein Produkt gekauft, dieses hier. Ich habe es auch schon gut verwendet und ich bin echt froh, wenn es leer ist. Ganz schrecklich, dieses Produkt von Palmolive. Oh mein Gott, es stinkt bestialisch. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin echt froh, wenn es leer ist. Boah, das ist so ekelhaft. Da bleibe ich lieber bei meinen alten Spülmitteln. Dann habe ich nachgekauft von Teekanne. Diesen Karamell Apple Pie Tee. Ich bin die Einzige, die den trinkt. Bleibt mehr für mich. Der Alessandro trinkt ja eigentlich auch sehr, sehr gerne Tee, aber den mag er gar nicht. Und ja, ich mag ihn sehr gerne, deshalb habe ich ihn mir wieder nachgekauft. Jo, und jetzt kommen wir zum Produkt, was ich richtig genial finde. Im Übrigen, falls ihr es irgendwie schnarchen gehört habt oder komisch schnaufen, die Bella ist auch hier und die ist ziemlich laut, wie ich finde, aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also, ich habe dieses Produkt hier und zwar von Freiöl. Schaut euch bitte schön mal an, wie wunderschön diese Verpackung ist. Es ist eine Jubiläumsedition, deshalb sieht sie vielleicht auch so schön aus. Und ich habe euch ja schon meine mein Shaping Oil gezeigt, das ich total liebe, mag ich sehr gerne. Und Freiöl dürfte euch ja eigentlich auch ein Begriff sein. Also es gibt ja Schwangerschaftsöl, es gibt Massageöl, ganz viele verschiedene Sachen gibt es da. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Jedenfalls mag ich sehr, sehr gerne und ich habe es, also das ist nagelneu, ich wollte es nur rausholen, dass ihr es seht, in dreifacher Ausführung, wie gesagt, hier ist es. Und das soll an euch gehen, weil ich das Produkt so genial finde, habe ich es eben für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Alle Teilnahmebedingungen dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Ich würde sagen, die treuen Abonnenten, die es wirklich bis hier geschafft haben und so fleißig jetzt geguckt haben und sich auch meinen Tick angetan haben, dass ich mir immer in die Haare fasse. Sorry dafür. Ja, so ist es. Ich gelobe Besserung. Jedenfalls geht es an euch. Schaut mal unten in die Infobox. Ich schreibe euch alle Teilnahmebedingungen rein. Ich hoffe, dass vielleicht eine kleine Inspiration für euch dabei war oder ihr sagt, hey, es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe mir dazu die Nägel lackiert oder. Ich habe dir einfach gerne zugeschaut. Dann freue ich mich natürlich. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut beziehungsweise meinen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir. Am Donnerstag kommt wieder unser Familienvlog wie gehabt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!